Zeitliche Abgrenzungen. Ein Thema, das zu Kopfzerbrechen führen kann. Verschiedene Geschäftsfälle fallen in der Periode an, werden aber in der nächsten Periode verbucht. Dies auch in umgekehrter Variante. Wie man diese verbucht und wie du ein System entwickeln kannst, das wirst du in diesem Video erfahren. Wenn du gerade dabei bist, kannst du uns ja einen Daumen nach oben geben und uns abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Heute sehen wir uns an, wie man zeitliche Abgrenzungen korrekt der Periode zuordnet und verbucht. Wir werden dir die Theorie zeigen und auch noch Übungen, damit sich die Theorie auch verfestigt. Das Problem, das wir im Geschäftsalltag haben, ist folgendes. Geldeinnahmen und Ausgaben fallen nicht immer in die gleiche Abrechnungsperiode, wie die dazugehörigen Aufwände und Erträge. Es gibt ja zum Glück die zeitliche Abgrenzung, deren Ziel ist, dass die korrekten Aufwände und Erträge in der Abrechnungsperiode verbucht werden. Sie ist zuständig für die periodengerechte Verbuchung. Je nach Abgrenzung wird der Erfolg in der Erfolgsrechnung größer oder kleiner. Dies wird auch in der Bilanz mit ARA und PRA erfasst. Die zeitliche Abgrenzung besteht aus ARA und PRA. ARA ist die aktive Rechnungsabgrenzung, wurde früher auch transitorische Aktiven genannt. Es ist ein Aktivkonto und befindet sich im Umlaufvermögen. PRA ist die passive Rechnungsabgrenzung. Diese wurde früher transitorische Passiven genannt. Es ist ein Passivkonto und befindet sich in den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Wir zeigen euch jetzt vier Fälle der Rechnungsabgrenzung. Erstens der Aufwandsvortrag. Ein in der laufenden Rechnungsperiode 2020 verbuchter Aufwand ist ganz oder teilweise der nächsten Periode 2021 zu belasten. Dies erhöht den Erfolg der aktuellen Erfolgsrechnung, da unser Aufwandskonto abnimmt. Wir haben den Buchungssatz, ARA an Aufwand und den Betrag. Schauen wir uns das genauer an. Wir haben folgendes Beispiel. Im Dezember 2020 wurden Gartenarbeiten am Hof vom Unternehmen für 150 Franken bezahlt. Davon sind 30 dem Jahr 2021 zuzuschreiben. Wir haben den Buchungssatz, ARA an Unterhaltsaufwand, 30. Die 30 werden dieses Jahr 2020 vom Aufwand abgezogen, deshalb wird der Erfolg größer. Zweiter Fall, Ertragsvortrag. Den Ertrag, den man in der aktuellen Periode 2020 verbucht, ist aber teilweise erst in der Periode 2021 zuzuschreiben. Dies vermindert den Erfolg der aktuellen Erfolgsrechnung 2020, da wir von dieser Periode weniger Ertrag verbuchen können. Hier haben wir den Buchungssatz Ertrag an PRA und den Betrag. Zum Beispiel 2. Im Dezember 2020 erhalten wir Mieteinnahmen von 500 Franken vom Januar von unseren vermieteten Wohnungen. Wir haben den Buchungssatz Mietertrag an PRA 500. Die 500 werden dieses Jahr 2020 vom Ertrag abgezogen, deshalb wird der Erfolg kleiner. Der dritte Fall, der Aufwandsnachtrag. Der Aufwand kann erst 2021 endgültig verbucht werden, ist aber in der Periode 2020 zu belasten. Vermindert den Erfolg der aktuellen Erfolgsrechnung 2020. Wir haben hier den Buchungssatz, Aufwand an PRA und den Betrag. Beispiel 3. Unsere Maschinen wurden im Dezember 2020 repariert. Die Rechnung von 1500 Franken ist aber noch ausstehend. Wir haben folgenden Buchungssatz. Reparaturaufwand an PRA 1500. Die 1500 werden dieses Jahr 2020 auf das Aufwandskonto gebucht. Deshalb wird der Erfolg kleiner. Vierter und letzter Fall. Der Ertragsnachtrag. Der Ertrag kann erst 2021 endgültig verbucht werden, ist aber in der Periode 2020 gutzuschreiben. Dies erhöht den Erfolg der aktuellen Erfolgsrechnung 2020. Und wir haben den Buchungssatz, ARA an Ertrag und den Betrag. Beispiel 4. Wir haben im Dezember 2020 Waren für 600 Franken geliefert. Die Rechnung wird aber erst im Januar 2021 verschickt. Hierzu haben wir den Buchungssatz, ARA an Warenertrag 600. Die 600 werden dieses Jahr 2020 auf das Ertragskonto gutgeschrieben. Deshalb wird der Erfolg größer. Hier ist eine Übersicht der vier Fälle. Alles auf einen Blick. Ihr könnt sehen, dass ARA immer links steht und PRA immer rechts. Wenn ihr wisst, ob der Ertrag oder Aufwand dieses Jahr abnimmt, dann habt ihr automatisch den Buchungssatz, denn dann könnt ihr einfach noch ARA oder PRA einsetzen. Wir haben zwei Arten der Kontoführung. Erstens das Transitkonto. Die Abgrenzungen werden Ende der Periode verbucht. Der ganze Betrag, der während der Periode 2020 auf das Konto ARA-PRA gebucht wird, wird in der Periode 2021 wieder aus diesem Konto ausgebucht. Zum Beispiel haben wir den Buchungssatz ARA an Mietaufwand 30, Ende der Periode 2020. Sobald das nächste Jahr beginnt, haben wir den Buchungssatz Mietaufwand an ARA 30, Anfangsperiode 2021. Zweitens haben wir das ruhende Konto. Die Anpassungen werden am Ende der Periode gebucht.
Dieses Konto bleibt die ganze Periode unverändert. Es wird die Differenz des Anfangsbestandes und des Schlussbestandes an Abgrenzungen innerhalb der gleichen Periode gebucht. Als Beispiel. Wir haben einen Anfangsbestand des ARA-Kontos von 3.000 in der Periode 2020. Und wir haben einen Schlussbestand des ARA-Kontos von 5.000 in der Periode 2020. Nun wird die Differenz verbucht, mit dem Buchungssatz ARA an Ertrag 2.000. Jetzt zur Merkhilfe, falls es euch hilft, einfach aufschreiben und auswendig lernen. Haben wir einen Geschäftsfall mit folgenden Bedingungen, Leistungen, die noch beansprucht werden können oder zu erbringen sind, und ist der Geldfluss bereits erfasst, dann handelt es sich um einen Aufwandsvortrag oder einen Ertragsvortrag. Um herauszufinden, welches der beiden es ist, müsst ihr auf die Aufgabe schauen. Wenn in der Aufgabe etwas von Aufwand steht, dann ist es klar Aufwandsvortrag und umgekehrt. Folgendes Beispiel. Durch uns vorausbezahlte Miete für das Kopiergerät. Januar, Februar 500 Franken. Wir haben die Bedingungen Leistungsguthaben und Geldfluss erfüllt. Es handelt sich in der Aufgabe um eine Geldausgabe, also ist es ein Aufwand. Deshalb den Buchungssatz ARA an Verwaltungsaufwand 500. So einfach kann es gehen. Merkhilfe 2. Haben wir einen Geschäftsfall mit folgenden Bedingungen? Haben wir ein Geldguthaben oder haben wir Geldschulden und ist die Leistung bereits erbracht? Dann handelt es sich um einen Aufwandsnachtrag oder einen Ertragsnachtrag. Um herauszufinden, welches der beiden es ist, müsst ihr in die Aufgabe wieder schauen. Wenn in der Aufgabe etwas von Aufwand steht, dann ist es klar Aufwandsnachtrag und umgekehrt. Folgendes Beispiel dazu. Die Dezembermiete für die Büroräume wird erst im Januar bezahlt. Wir haben die Bedingung Geldschuld und die Leistung ist bereits erfasst. Es handelt sich hier wieder um eine Geldausgabe, sprich also Aufwand. Deshalb den Buchungssatz Mietaufwand an PRA 7000. Kommen wir nur noch zu zwei schwereren Aufgaben mit einem Hypothekarzins und einem Darlehenszins. Zuerst haben wir einen aufgelaufenen Hypothekarzins. Betrag 5000 Franken, Zins 5% und der Zinstermin ist am 31.05.2021, also im nächsten Jahr. Wir schulden hier noch Geld, das heißt, wir haben eine Geldschuld und dies ist der Aufwandsnachtrag. Es handelt sich um einen Aufwand, also haben wir den Buchungssatz Aufwand an PRA. Jetzt müssen wir ja den Betrag abgrenzen, den wir dieses Jahr zahlen müssen. Als erstes rechnen wir die Gesamtschuld aus. 5000 Franken mal 0,05, also die 5%, gleich 52 Schweizer Franken. Dies ist die Zinsschuld für die 12 Monate. Jetzt fragen wir uns, wie viel von den 52 Franken muss für unsere aktuelle Rechnungsperiode 2020 abgegrenzt werden? Wir haben folgenden Zeitstrahl. Wir befinden uns im Dezember 2020. Der Zahlungstermin ist immer am 31. Mai. Das heißt, der Aufwand kann erst am Zahlungstermin endgültig verbucht werden. Vom Zahlungstermin bis zum Rechnungsabschluss Dezember 2020 sind es 7 Monate, welche wir bezahlen müssen. Diese müssen in der Periode 2020 erfasst werden und werden 2021 endgültig verbucht. Jetzt rechnen wir noch vom Gesamtbetrag der 12 Monate die 7 Monate aus. Die 7 Monate, 7 mal 52 Franken durch 12 sind 146 Franken. Wir haben eine Zinsschuld von 146 Franken für die 7 Monate. Wir wissen schon, wie der Buchungssatz lautet. Aufwand an PRA. Auf unser Beispiel bezogen, Hypothekarzinsaufwand an PRA 146 für die Periode 2020. Und die Aufgabe ist erledigt. Kommen wir nun zur zweiten Aufgabe. Hier haben wir einen aufgelaufenen Darlehenszins, Betrag 20.000, Zins 10% und der Zinstermin ist am 31.04.2021, also auch wieder im nächsten Jahr. Wir haben hier ein Geldguthaben in diesem Jahr, da ja der Auszahlungstermin erst im nächsten Jahr ist. Es stehen uns somit noch Zinsen für dieses Jahr zur Verfügung. Es handelt sich um einen Ertrag, also haben wir den Buchungssatz ARA an Ertrag. Jetzt müssen wir den Betrag abgrenzen, den wir dieses Jahr zahlen müssen. Als erstes rechnen wir die Gesamtschuld aus. 20.000 mal 10% ergibt die 2.000 Franken. Dies sind die Zinsguthaben für 12 Monate. Jetzt fragen wir uns, wie viel von den 2.000 Franken muss für unsere aktuelle Rechnungsperiode 2020 abgegrenzt werden? Wir haben folgenden Zeitstrahl. Wir befinden uns im Dezember 2020 und der Zahlungstermin ist immer am 31. April. Das heißt, der Ertrag kann erst am Zahlungstermin endgültig verbucht werden. Vom Zinstermin bis zum Rechnungsabschluss Dezember 2020 sind es 8 Monate, in welchen uns Zinsen zustehen. Diese müssen in der Periode 2020 erfasst werden und werden 2021 endgültig verbucht. Jetzt rechnen wir noch vom Gesamtbetrag der 12 Monate die 8 Monate aus. 8 mal 2000 Franken durch 12 ergibt 1333 Franken. Wir haben ein Zinsguthaben von 1333 Franken für die 8 Monate. Wir wissen schon, wie der Buchungssatz lautet, ARA an Ertrag.
Auf unser Beispiel bezogen, Aranzinsertrag 1333 für die Periode 2020. Und die Aufgabe ist erledigt. Wir hoffen, euch dieses kompliziertere Thema ein wenig näher gebracht zu haben. Schreibt uns in die Kommentare, ob euch das Video geholfen hat. Lasst einen Like da und abonniert uns, dann sehen wir uns im nächsten Video. Das letzte Wort hat Bill Gates.